Heute zeige ich euch, wie ich von einer ungepflegten Bathing-Situation zu einer gepflegten Bathing-Situation komme. Heißt, heute zeige ich euch, wie ich aktuell mein Bad trimme. Für das Bartrimmen benutze ich folgende Produkte. Einmal einen Barttrimmer von Braun, den Philips OneBlade, eine Bartbürste und zum Abschluss natürlich auch zur Pflege ein passendes Bartöl. Alle Produkte verlinke ich euch logischerweise wie immer unten in der Box. Im ersten Schritt starte ich mit dem Barttrimmer von Braun ohne Aufsatz und trimme erstmal meine Halskonturen, damit erstmal mein Hals ordentlich und sauber aussieht. Im nächsten Schritt kommt dann ein Aufsatz auf den Barttrimmer drauf, denn im nächsten Schritt trimme ich jetzt meinen Übergang. Und dazu stelle ich den Trimmer dann erstmal auf 2 mm, setze ungefähr auf Höhe der Ohrmuschel an und trimme dann von unten nach oben. Danach geht es dann weiter mit der Länge von 4 mm, dann setze ich ungefähr auf Höhe des Ohrläppchens an und trimme dann wieder von unten nach oben. Und zu guter Letzt machen wir das gleich nochmal, wir trimmen nochmal von unten nach oben. Jetzt starten wir ungefähr 2 cm unterhalb des Ohrläppchens mit einer Länge von 6 mm. Wenn der Übergang getrimmt ist, geht es dann weiter mit dem Bart ausdünnen. Dazu bleibt der Barttrimmer auf der Länge von 6 mm stehen. Und jetzt nehme ich den Barttrimmer und trimme von oben nach unten, je nach Gefühl, damit ich einfach so ein bisschen Volumen aus dem Bart herausbekomme. So, der Großteil ist geschafft. Jetzt geht es weiter mit den Feinheiten und dazu nutze ich einen Philips OneBlade und zwar ohne Aufsatz. Mit dem Philips OneBlade starte ich ebenfalls bei den Halskonturen, mache die einfach nochmal ein bisschen sauberer und grundsätzlich geht es jetzt darum, dass ich überall mit dem Philips OneBlade Konturen ziehe, weil das damit wirklich hervorragend funktioniert. Heißt, es geht einmal um die Konturen an der Wange, die Konturen am Schnurrbart als auch die Konturen an der Oberlippe. Dazu puste ich meine Wangen hin und wieder nochmal auf, damit ich auch wirklich punktgenau und präzise arbeiten kann. Zum Abschluss kommt der Aufsatz vom Barttrimmer nochmal ab und jetzt versuche ich einfach nochmal die überstehenden Haare am Halsbereich einfach ein wenig zu stutzen und an dieser Stelle muss man tatsächlich etwas vorsichtig sein und ein ruhiges Händchen bewahren. Kleiner Pro-Tipp, wenn man die Konturen an der Oberlippe ziehen möchte und wirklich punktgenau arbeiten möchte, dann macht es tatsächlich auch Sinn, einfach mal ein wenig zu grinsen. Nachdem die Konturen dann mit dem Philips OneBlade gezogen wurden und ich happy bin, kommt nochmal ein Aufsatz auf den Philips OneBlade drauf, und zwar der 3 mm Aufsatz. Und damit dünne ich dann nochmal mein Schnurrbart aus. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der restliche Bart auch nochmal ein bisschen mehr ausgedünnt werden muss, dann ziehe ich den Philips OneBlade einfach nochmal, je nach Gefühl, ein bisschen weiter runter. Zum Abschluss gibt es natürlich dann noch die passende Pflege und zwar ein paar Tropfen Bartöl für meine Barthaare als auch für die darunterliegende Haut. Und hier sehen wir nochmal den direkten Vergleich, einmal die Bartsituation vorher und anschließend die gepflegte Bartsituation, nachdem ich getrimmt habe. Die ganze Barttrimmroutine dauert übrigens so circa 20 bis 30 Minuten.